Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir haben beim letzten Mal hier das Frachtabteil für die Seebahn gebaut. Heute wollen wir uns nochmal in die Wracks unten in der Nähe von, wo ist sie? Von der Pilotin begeben. Die ist irgendwo da hinten rüber. Ich sehe gerade die Markierung nicht. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach direkt mal den Krebs. Und dann beginnen wir unsere Reise. Da hinten war es. Moment, ich muss nochmal gerade gucken. Haben wir hier auch alles leer? Im Frachtbereich. Mir fällt gerade ein, ich habe noch ein bisschen Titan einstecken. Ich bring's mal gerade hoch. Ist zwar nicht viel, aber selbst zwei Plätze können dann nochmal was ausmachen. Und auf geht's. Perfekt. Der ist aufgeladen. Ich mache nochmal gerade hier die 90% voll auf 100 und dann legen wir los in die Richtung. Dann schauen wir mal. Wir können dann auch mal vielleicht ganz runter gehen. Da sind ja diese fliegenden Felsen, sage ich mal. Und da ist ja dieser eine, an dem man sich vorbeischleichen kann nach unten. Und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt dann nochmal hin. Da gab es nämlich auch nochmal ein paar interessante Sachen. Och, toll. Moment, ich drehe nochmal schnell um. Verdammt. Oh nein. Die sind echt fies. Jetzt habe ich extra repariert und jetzt ist schon wieder Schaden dran. Immer dieses Trinken. Warum muss ich denn trinken? Ich habe doch Wasser. Oh, oh Gott. Geh weg. Gut, dann nochmal ganz schnell was trinken. Da wollte ich noch ganz schnell los. Na gut. Mal kleine Abstecher hier in unsere Küche oder so. In unseren Garten. Vital signs stabilizing. Hoffe ich doch. So, und ich muss irgendwann mal probieren, ob ich vielleicht diese Knollen anbauen kann. So, komm. Das müsste reichen. Jo, perfekt. Und rein da. Raus da. So. Jetzt aber. Los, los, los! Guten Tag. Und ich würde sagen, wir machen wieder hier diesen schönen Flug nach unten. Ich mag das immer. Oh, da ist wieder so einer. Los geht's! Ab in die Tiefe. Ah, hier ist ja direkt das Wrack anscheinend. Ja, halten wir uns erstmal an die Pilotin, das war ja direkt da ums Eck. War ich eigentlich... Da war ich auch noch nicht so groß drin, ne? Wenn das das ist. Oh, ups. Hä? Hust ist ausgegangen. Komme ich gar nicht hoch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier war. Moment, kann man ja gucken. Oxygen efficiency decreased. Nee, hier war es auch gar nicht. Hier war es auch gar nicht. Es wäre ein bisschen zu früh gewesen. Und zu klein. Flupp. Da oben auch nicht. Oh. Gehen wir ein bisschen hier rüber. Ja, genau. Da müsste es drin sein. Das ist ein bisschen größer. Da würde ich sagen, gehen wir auch direkt da vorne rein. Weil ich sehe mal zu, dass ich ein bisschen höher komme. Dann fliege ich direkt rüber, wenn mir hier der Schub ausgeht. Jo, ich bin nur gerade im falschen Stock, sehe ich. Ich muss nochmal, glaube ich, ein bisschen nach oben. Da ist schön Titan drin. Boah, das sieht ja cool aus hier. Nee, doch nicht. Ich muss nach unten. Dann lassen wir uns mal in die Tiefe fallen. Da ist sogar noch eine Box.
Was haben wir denn hier? Warning. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Ausgezeichnet. Kann ich die... Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, nehmen wir die zwei mit. Ich glaube, da haben wir sogar schon welche. Aber, jo. Kann ich das? Leider nicht. Eins, zwei. Dann haue ich mir das auch einfach direkt mal rein. So. Und dann betreten wir mal Home Sweet Home. Omega Labor. Was haben wir denn hier? We've studied the first Coral Bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Okay. Das hätten wir. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Wieso kann man eigentlich hier, oder konnte man, nee, kann man wahrscheinlich immer noch nicht, diese Wand hier nicht mehr bauen. Das konnte man doch früher mal. Oh, was haben wir denn hier noch? Okay. Hatten wir doch schon. Das will ich auch bauen, unbedingt. Lesen wir ein andermal durch. Wir gucken mal, dass wir hier noch was abstauben. Wir müssen jetzt gleich auch noch mal ganz kurz zum Krebs zurück. Aber sonst... Hier ist noch ein PDA. Investigation Notes. Omega Lab was first breached by heavy impact. Perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability. And all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Da ist noch eins. I challenged your spy pengling to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. What if I've been letting you win so I could see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day? Oh, that. A study in Parhelion Red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Jo, ich wünschte, du wärst hier. Hey Tiger, ich vermisse dich sehr und kann es kaum erwarten, dass unsere beiden Einsätze vorbei sind. Delta 6 war eine erstaunliche Gelegenheit. Ich werde nie müde. Die Sonne über dem schwarzen Sand der Shirizain-Wüste auf und untergehen zu sehen. Es ist wunderschön. Nur wenn du hier wärst, wäre es noch schöner. Ich liebe dich über alle Sterne hinweg. Iriane. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like Harav, but... Vin, is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Right, fine.
Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Karab bacterium from the frozen leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Okay, ja, ich hoffe, ihr habt nichts übersehen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier unten um. Ich befürchte nur, ich komme hier nicht ganz runter. Da hatten wir auch einmal das Problem, glaube ich. Da bin ich auf so einer Wurzel stehen geblieben. Und ich schätze mal, das war mit diesem tiefen Modul, was wir gerade haben. Jo, ich brauche hier nicht weitermachen. Das ist zu weit, ne? Ja, das sind keine 15 Meter, das sind wahrscheinlich schon so 30 oder so. Dann würde ich sagen... Oh nein, das sind diese... Ah, Mist. Ich gehe ein bisschen hier rüber. Ich guck mal, da vorne, das könnte schon besser sein. No, ist es nicht ganz. I strongly sense my people's technology nearby. The body component is near. Mist. Mist. Ich habe ein ganz großes Problem. Ah, okay. Ja, das ist optimal hier. Ich hoffe nur, der fällt nicht runter. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Jo, das geht ab. So, nehme ich mit. Oh nein. Lass mich bitte in Ruhe. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Stehen bleiben. So. New creature discovered. Na komm. Perfekt. 150 Sekunden noch. Nehmen wir auch mit. Okay, ich muss nochmal hoch. Da ist der Krebs. Ich will jetzt nichts überstürzen. Lieber Stück für Stück alle sammeln und dann einfach mal in den Krebs umladen. Ich meine, wir haben jetzt auch noch ein paar Sekunden Zeit. Aber ich muss das jetzt auch erstmal so ein bisschen einschätzen. Weil stark verringert, das klingt schon mal hart. Oh, ist schon voll. So. Ich glaube aber auch, dass einer der nächsten Stops sehr wahrscheinlich nochmal das Eis sein wird. Denn da gibt es einfach zu viele gute Baupläne. Da gibt es ja auch diese synthetischen Fasern, wenn ich mich nicht täusche. War das bei der Ausgrabungsstätte? Und da würde ich mich dann ganz gerne auch ein bisschen bedienen. Oh, wow. Haben die das überarbeitet hier? Sieht mir stark danach aus, muss ich sagen. Jo, nehme ich alles mit. Eventuell können wir auch, was ich hoffe, hier aus diesen Sporen, ne? Waren das Sporen, genau. Vielleicht können wir daraus noch was machen, was Neues. Vielleicht können wir daraus dann schon diese Faser machen, die wir gerade brauchen. So, die nehme ich noch mit. Nein. Dann auch nicht mitnehmen. Na schön. Oh, hier ist Magnetit. Oh, da müssen wir mal die Augen offen halten. Das würde ich auf jeden Fall nochmal ganz gut mitnehmen. Ja, ein bisschen Platz ist nämlich auch noch da. Gut, Magnetit, wenn das so ist, wo versteckst du dich? Hier wird ja nicht nur eins sein, gehe ich mal von aus. Was ich zufällig gerade gefunden habe. Ist es vielleicht an der Decke? Ich nehme ihn auch nochmal mit. Aber ich sehe gerade kein Magnetit.
kann nicht sein, dass es nur eins war. Schwierig. Ju, nehmen wir mit und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück erstmal. Da haben wir nochmal Knetin. Die sind aber auch echt schwer zu sehen, muss man sagen. Nur wenn es so ein bisschen glänzt, sieht man da auch ein bisschen was an der Wand. Sonst sind die unsichtbar. So, das reicht. Oh nein! Nein! Wieso sind sie denn nach vorne geflogen? Egal. Ist ja nochmal gut ausgegangen. Wird wahrscheinlich noch das nach vorne steuern getrackt, obwohl ich das erst gemacht habe, nachdem ich draußen gewesen war. Hallo. Nee, das ist... Schwierig ist das. Ich gehe auch mal nicht davon aus, dass weiter oben noch Magnetit ist. Das wird wahrscheinlich erst hier unten so anfangen. Macht das vielleicht so ein bisschen mehr Sinn, einfach so mal lang zu fliegen? Könnte natürlich auch klappen. Aber gut. Ja, wir haben bei dem Rundflug nichts gefunden oder bei dem Rundschwimmen. Ja, das ist ja nicht viel Schaden gewesen. Dann würde ich sagen, auf nach oben und dann mal schauen. Dann mal schauen, was wir so Neues bauen können. Also, wenn wir denn überhaupt was Neues bauen können. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, machen wir uns anschließend auf den Weg ins Eis. Also ins Schneegebiet. Das Gebiet ist so durcheinander. Ich muss da, glaube ich, echt mal irgendwie so ein paar Wegpunkte markieren, einfach. Achso, das ist ja voll. Ich nehme nochmal alles mit. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das für ein Ei. Nehme ich mal mit. Jetzt sind wir, glaube ich, auch voll, ne? Ja. Na schön. Jetzt sind wir irgendwo hier in der Höhle drin. Das ist, glaube ich, die von der Pilotin. Aber hier geht es ja auch relativ flott nach oben. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Höhle, wo wir das erste Mal drüber gesprungen sind. Guten Tag, was bist du für einer? Pfeilrochen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nimm den mit. New creature discovered. Sieht cooler aus. Achso, ich dachte, du wärst ein auch neuer. Du sahst irgendwie gerade komisch aus. Ich dachte, das wäre ein Auge vorne gewesen. Und da hinten müssen wir auch noch rüber. Zum Ventgarden. Ja? Und hoch geht's. Ach, hier sind wir. Jo. Perfekt. Und nochmal. Hoch. Das ist irgendwie cool.
gruselig, wenn die mitspringen, dann noch. Okay. Perfekt. Ach ja, stimmt, die Seebahn steht daneben, dann können wir direkt einparken. Müsste eigentlich noch so einen zweiten Tauchdock einfach bauen, damit ich die Seebahn auch dauerhaft da drin habe. Oh, annehmen. That laboratory appeared to have been sabotaged intentionally. Do you know what it would have been used for? Look like maybe bacteriology. That's what the equipment was for anyway. Perfect. Before a fire tornado ran through it, or something. Do you think your sister had something to do with the destruction? I don't know why she would, but the more I see on this planet, the less I know what to think. Who would want to destroy it? Ja, da haben wir das Thema wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zuerst zum Ventgarden, denn da kriegen wir, wie wir gerade gesehen haben, da kommen wir dann zu den synthetischen Fasern, was uns nach vorne bringt. Genau, weil durch die synthetischen Fasern können wir natürlich dann auch wieder neue Sachen machen. Und da gibt es ja diese Pilze, die wir brauchen dafür. Oder ja doch, Wickelpilz hieß es, ne? So, rein damit. Da haben wir nochmal zwei Fischchen dabei. Die kommen hier rein. Jo. Was mich gerade wundert, ich hatte doch zwei davon. Habe ich den einen... Habe ich den einen unten im Krebs gelassen? Kann das sein? Jetzt fahr ich mal her, Krebs. Vorrat ansehen. Ja, tatsächlich. Ich brauche schon wieder neue Kissen. Habe ich gerade Titan... Ja, ich habe Titan dabei. Dann würde ich sagen, mach ich mal Folgendes. Wir haben hier so eine schöne Farm. Und ich würde sagen, wir erweitern diese Farm einfach mal ein klein bisschen. Wo war das denn? Ah ja, da haben wir noch ein paar neue Baupläne bekommen. Das hatten wir anscheinend doch noch nicht. Kompositpflanzentopf. Das ist auch voll schön. Nur will ich lieber ein Doppelbett. Ich würde einfach sagen, ich baue das hier vor. Schade, dass da nicht noch irgendwie so Stützen oder sowas angebaut werden. Wir können die Farm ja auch immer noch umbauen, so ist das ja nicht. Ich baue das jetzt einfach mal zweckmäßig hier hin. Und dann schmeiße ich da mal erstmal die Pilze rein, dann die Pflanzen. Das tue ich einfach mal hier hin. So. Und das, ich weiß nicht, dieser Pilz sieht irgendwie aus wie so eine Alien-Kanone. Irgendwie so. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht, was. Also... Oder wovon? Irgend so eine Alien-Kanone halt, ne? Oder, stimmt, oder hier diese braunen Rasierer, diese elektrischen. Genau, die sich so anpassen. Schön, da ist schon mal ein bisschen Vielfalt drin. Ich glaube, so viel Vielfalt hatten wir noch nie. Da kommt aber auch noch ein bisschen was rein. Ich finde die irgendwie cool, diese Sterne. Ich weiß nicht, ich mag das. Die sind ja richtig schön auffällig, schön bunt. Und, doch. Genau. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Quarz. Und ein bisschen Titan noch. Fällt mir gerade ein. Da machen wir nochmal zwei Kisten. Ich baue das extra ein bisschen weiter vor, weil da ist die Wand dadurch. Und das stört mich. Das stört mich. Jo. Okay. Wunderbar. Dann tun wir hier auch nochmal direkt ein paar Sachen rein. Jo. Genau. Und da würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge. Dann wisst ihr Bescheid, was auf euch zukommt. Beim nächsten Mal Ventgarden. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ein neues Video erscheint. Und da ist irgendwie, da stimmt noch irgendwas nicht. Und ja,
dann geht's in der nächsten Folge zum Vendgarden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.